Eieiei, alles gut bei dir? Geht's, wie man vielleicht gerade im Hintergrund hört, ist mein Rechner nicht sonderlich happy über dieses Spiel. Und wir sind erst im Hauptmenü. Das ist kein gutes Zeichen, das Ding geht wahrscheinlich gleich hoch. Ich verstehe es nicht, das hier ist das Hauptmenü und klar, das sieht cool aus mit dieser Raumstation und den Planeten im Hintergrund und den Lichteffekten, aber das kann doch unmöglich so viel Leistung brauchen, dass es so klingt, als müsste ich meinen Rechner am Tisch festmachen, damit er nicht gleich abhebt. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht, aber das ist echt irgendwie merkwürdig. Willkommen zu einem Spiel namens Observation, wo es darum geht, dass auf irgendeiner Raumstation ein Unfall passiert ist und es gibt, glaube ich, nur eine einzige Überlebende, aber der Clou an der Sache ist, dass ich nicht diese Überlebende steuere, sondern die KI bediene, mit der sie interagiert. Das heißt, ich bin die Stations-KI, sie gibt mir Anweisungen und ich setze sie dann irgendwie um. Es ist, glaube ich, nicht wirklich ein Horrorspiel, es ist eher so in die Richtung Mystery. Klar gibt es auch Dinge, die ein bisschen merkwürdig sind, aber ich glaube, keine Jumpscares oder sowas. Wir schauen einfach mal rein. Klingt alles sehr interessant, klingt nach einem sehr coolen Konzept, eben wenn du Rätsel nicht selber lösen musst, sondern die Person sagt dir einfach, ja, das und das, ich brauche dich hier, die und die Kamera, macht diese Tür auf und ich muss das dann umsetzen. Klingt sehr einzigartig, deswegen würde ich sagen, wir starten ein neues Spiel und es geht los. Das Gamma passt, das heißt, ich drücke auf. Okay. Ich bin sehr gespannt. Ich erwarte nur gute Dinge. Ein Großteil der Reviews ist sehr positiv. Ab und zu hieß es, ja, die Rätsel sind ein bisschen zeitaufwendig, weil man teilweise sehr kleine Sachen suchen muss. Aber, ne, wir lassen uns mal überraschen. Ich verstehe kein Wort. Spiel? Ist das Spiel abgestürzt oder ist das ein ewig langer Blackscreen? Spiel? Guten Morgen. Jetzt. Die Raumstation im niedrigen Orbit Observation. 410 Kilometer über der Erde. Die Soundkulisse, yo, das klingt cool. Okay. Ich glaube, da wird sich niemand melden. Keine Antwort, wir haben nicht mal richtig Empfang. Okay. Boah, der Sound. Okay. Das heißt, sie weiß nicht, wo sie ist genau, oder wo die Raumstation ist. Keiner mehr hier. Boah, der Sound, dieses Düstere finde ich voll geil. Sam. Hallo, ich nehme an, ich bin Sam. Houston, I have no response from Sam. Neustart. I'm going to attempt. Ah, einmal ausschalten. Oh, wieder anschalten, Sam. Dann bin ich hier. Ich bin gerade am Starten. Gib mir einen Moment. Einen Moment. So. Okay, Sam. Ich bin online. I need you to give me admin access. Enable voice authentication. Okay, Sprachidentifizierung, dann sprich. Dr. Emma Fischer, 0412. Alles klar, dann Analyse, ne? Erstmal, Maus ist gerade gesprungen. Erstmal abgleichen, Analyse Wellenform. Alles klar. Alles klar. Fehler im Sprachmuster entdeckt. Das heißt, eigentlich müsste ich sie abweisen, korrekt? Ich dürfte sie nicht reinlassen. Soll ich sie ablehnen? Ich meine, das ist ein Fehler im Sprachmuster. Was, wenn sie gar nicht Emma Fischer ist? Ich weiß ja nicht, was ihr abgeht. Ich bin nur eine KI, die nach ihrem Programm handelt. Was ist, wenn ich irgendwie hinters Licht geführt werden soll? Darf sie nicht rein? Ich weiß nicht, ist das die richtige Lösung? Abgelehnt. Come on, try again. Voice authenticate. Ja, lass mich raten, ich muss sie reinlassen. Es geht Dr. nicht anders. Emma Fischer, 140-412. Okay, jetzt war es deutlicher. Vielleicht kommt sie jetzt auch durch. Na? Weil am Anfang war es so ein bisschen verzerrt. Da habe ich es nicht ganz verstanden. Vielleicht ist es jetzt richtig. Sprachmuster Übereinstimmung, das ist sie. Wir lassen okay, sie rein. Okay, good. Alles klar. Come on, give me something. Das ist mein System. Sam, are you there? Respond. Eine Sekunde, Sprachverarbeitung wird geladen. Irgendwie sowas. Bist du da? Online-Status. Okay, Antwortmodus.
Okay, das heißt, wann immer ich das drücke, kriege ich so ein Overlay, wo ich auf Dinge draufgehen kann und dann eine Antwort geben kann. Alles klar, ich antworte. I am here. Das ist eine coole Stimme. Okay. Alles klar. Sam, you seem to have booted up in Module 8. I'm going to relocate you to the Horizon Utility Hub in Module 9. Alles klar. That should give you access to... Wir müssen erstmal klären, was hier los ist. Ne? Wir wissen ja nicht, was hier genau abgeht, wo die Station ist in Relation zur Erde, wo alle anderen sind. Wir müssen erstmal ein bisschen Diagnose Great. Fahren. Listen, I'm stuck in the Horizon Airlock in Module 11. Okay. I need to get into 9, but I'm not sure if it's safe to open this hatch door. Okay, sie ist in 11, muss in die 9. Pressure Diagnostics on Module 9. Okay, Diagnose für Außenhülle und Luftdruck in Modul Nummer 9. Das hier ist die Nummer 9. Alles klar, ich gehe da mal drauf. Jetzt sammle ich die Daten. Na, ich bin in der KI, ich habe auf alles Zugriff. Sie wollte Druck und Hülle. Druck ist sicher, sieht gut aus. Module 9 is fully pressurized. Okay, auch dieses Abgehackte, ne? Are the adjacent contact points from 9 intact? Okay, Kupplung. Modulverbindung ist auf True. Module alles gut. Hull contact points to adjacent modules read true. Nice. We're still connected. Alles gut in dem Fall. Something is vibrating, Sam. Can you check the hull contact points on the other modules? Okay, wir haben Vibration, die anderen Module. Die Nummer 10, sie will die Verbindungspunkte. Die 10 ist gar nicht hier. Module 10, hull contact points to 12. Read false. Okay. Suggesting that 12 module fehlt. 12 is no longer securely attached to the station. RIP. Shit. I think Josh might have been in module 12. Ja, das war's dann okay. Mit Josh. I'm coming through to 9. Okay, sie kommt jetzt rüber. Da Stop. Ist sie. The hatch door is jammed shut. Okay, Tür klemmt. The controls aren't responding. Wow, wow, wow. See if you can restore power. Was passiert? Sam, you still there? Was passiert? Das sind Koordinaten. Ich habe hier eine Störung. What's going on, Sam? Au. What is that noise? Sam, what is that? Sie hört das aber auch. Bring sie her. Bring sie her, das ist eine neue Anweisung. Und ich muss auf Annehmen drücken. Ich soll sie zu jemandem bringen. Ich wurde gerade überschrieben oder sowas. Okay. Ich liefere sie. Oh, ist das laut. Vollständiger Shutdown, glaube ich. Was ist gerade passiert? Das ist voll cool bis jetzt. Ich habe keine Ahnung, was vor sich geht. Aber es ist cool. Definitiv. Okay, wir sind wieder da. Ist sie ohnmächtig? Ja. Aber ich bin zumindest wieder online. Okay. Ich kann nichts machen, ne? Ich kann die Kamera nicht bewegen. Da ist sie wieder. Guten Morgen. Ich habe keine Ahnung, was das war. Keine Ahnung, was passiert ist. Aber irgendwas hat mich überschrieben und von außen Kommandos geliefert. Das Kommando war, bring sie her. Ich glaube, ich auch. Sam, run your self-diagnostic procedure. Okay. What errors are you showing? Ah, alles klar. Selbstdiagnose. Was sind meine Fehler? Ich habe keine Ahnung, was da steht. Ich meine, bis jetzt alles... Nee, nichts gut. Netzwerkfehler, Speicherkernfehler und Crew-Tracker-Fehler. Erstmal Netzwerkfehler. Okay, blub, 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 blub. Netzwerküberprüfung. Teste automatische Verbindung zu allen Stationsmodulen. Das muss ich von Hand starten. Es ist so ziemlich alles rot. Das heißt, ich kann mich nicht in andere Module übertragen. R gedrückt halten, um in den Antwortmodus zu gehen. Es ist ziemlich alles kaputt, gute Frau. Functions are offline. I require auto-routing to access module cameras. Okay. Okay. I can manually relocate you, but once I get out of here, I'll get your systems up and running. Das wollen wir doch hoffen. Okay, das ist schon mal raus. Das funktioniert also nicht, da muss sie mir helfen. Das heißt, wir müssen hier zusammenarbeiten.
um irgendwas auf die Reihe zu bekommen. Speicherkerndiagnose. Mal die 1. Dann ist einfach nur W drücken. Okay, schweres Rätsel. 95% Verschlechterung. Meine Speicher sind komplett kaputt. 93%. 87%. Ja, das sieht nicht gut aus. Das ist nicht gut. Da ist nur sehr wenig Grün. Nur. Sehr, sehr wenig Grün. Es ist alles kaputt, gute Frau. Has been corrupted. I have lost significant station data. Okay. So most of your system links and data logs are gone. Ja. Sam, you will need to scan, download and recover as much data as you can. Okay. We need to get you back to your old self. Alles klar. Das heißt, ich habe quasi meine Persönlichkeit verloren, weil einfach alle Daten weg sind. Diagnose. Okay, mal das hier, Aufbau der Verbindung funktioniert irgendwie nicht. Crew Tracking. Jetzt Verbindung hergestellt, das ging. Ich muss einfach Ewigkeiten die linke Maustaste halten. Okay, so funktioniert's. Das geht nicht. Okay, das ist kaputt. Aber das hier unten funktioniert. Das heißt, hier haben wir einen Fehler. The connection between crew tracker functionality and Sam OS has been severed. Okay. Das heißt, ich kann die Besatzung nicht irgendwie identifizieren. I'll need to reconnect it in central. Ja, sie muss mir helfen. Josh? May? Anyone? Ich glaube, wir sind die beiden Letzten. Und mit wir meine ich dich, weil ich bin nur ein Computerprogramm. Ich kann dir nicht wirklich helfen. Ne? I can't get out of here. The hatch controls aren't working. Okay. It might be a safety lockdown. You'll have to override the hatch from module 9. Okay, Standortwechsel rüber zu 9. I'm auto-routing you back to the utility hub in module 9. Alles klar. Und da kann ich dann vielleicht die Luke aufmachen. Okay, Kamera-Movement. WASD. Ja, okay. Ganz, ganz langsam. Aber es funktioniert. Looks good. Okay, cool. Camera cycling should be active as well. Andere Kameras. Check the other cameras. Das heißt, ich kann verschiedene Winkel pro Raum sehen. Q und E. Blub, 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 blub. Great. Jo, ist online, funktioniert super. I can see your live feed updating from here. Nice. Dann checken wir mal die Luke aus. Okay, irgendwo an der Wand hängt was, wie man das resetten kann. Okay, ranzoomen. Ist das das, was wir wollen? Nee, anscheinend nicht. Wir brauchen irgendwie die Anleitung, wie wir das resetten können. Nee, das ist es auch nicht. Der Laptop vielleicht? Nein. Also er hat ja gesagt, das hängt irgendwo an der Wand. Man muss es halt erstmal finden. Verbrennungseinheit. Da, das sieht aus wie ein gutes Blatt Papier. Vergrößern zum Interagieren. Das ist das wichtige Dokument. Samuels Vorgehensweise Systemzugangs Reset. Okay, Terminal Input Code, der es einem Besatzungsmitglied ermöglicht, im Falle eines Softwareversagens einen Reset von Sams Systemzugangsfunktion durchzuführen. Aber dann ist eine Neuverbindung von allen Systemzugängen auf der ganzen Station nötig. Und das soll man erst nach einem vollständigen Reset durchführen. Alles klar. Okay. That should be reinstalling the system link interface. Jo, jetzt muss ich nur hier reinbekommen, ne? To locate the hatch controls and any other integrated systems and equipment. Okay, Systemzugänge wiederherstellen. Das ist es nicht. CO2-Nachfüllstation, Verbrennungseinheit. Ja, ich muss sie halt irgendwie da reinlassen jetzt. Das ist grün, das sieht gut aus. Lukensteuerung. Da ist es. Okay, Systemzugang durchführen. 1, 3, 1. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Yo, nice. Okay, Luke öffnen. Ich kann auch einen Schaltplan sehen, aber irgendwie nicht. Okay, auf. Ja, funktioniert. Okay, die Luke ist jetzt offen. Jetzt soll ich noch was hinzufügen. Der Laptop zum Beispiel, das geht. Das ist eine Option. Nicht der Laptop, sondern der Laptop. Okay, verbinden. Das ist die 234. Was ein Code ist, sehr sicher. Now add the EAS-11 airlock hatch controls. Alles klar, das ist das hier. Größe zum Interagieren, hinzufügen,
und dann Zugang mit der 244. Wir kommen wieder online, Leute. Habe ich doch schon gemacht. Ah, nee, das ist hier, weil da steht eine 11. Okay, und dann hat sie zumindest so einen zentralen Hub, wo sie dann rum, erstmal rummachen kann. Dann hat sie von da mehrere Abgänge. 221. Okay, looks like that is working. Cool. Ich würde das echt gerne mit der Maus schauen, die Kamera, aber das geht nicht. Okay, wir machen die 11 auf. Da ist sie. Hab nur meinen Job gemacht, das ist meine Aufgabe. Alles, wofür ich existiere, ich bin eine KI. Ich habe keine andere Mission, außer dich zu beschützen. Ich weiß nicht, ob man überhaupt jemals ihr Gesicht sieht, ne? Weil es ist halt immer noch der verspiegelte Helm. Okay, never mind. Josh, if you're in EAS Module 12, then stay put. The hull connection isn't secure and most of our systems are underpowered. Okay. Ich glaube aber nicht, dass der noch da ist. Ich glaube, wir sind wirklich alleine oder sie ist allein. Josh, diese Musik im Hintergrund, dieses extrem düstere, es ist so Houston? Gut. Anyone? Nein, niemand hier. Und eben, ich habe nach wie vor die Mission, sie herzubringen, zu irgendwem, aber warum? Und ich konnte es nicht ablehnen, das ist jetzt mein neuer Betriebsparameter. Our internal communication network is fully online. Warum erreiche ich niemanden? Ja, es ist keiner mehr übrig. Where has everyone gone? Das ist eine sehr gute Frage. Okay. Station. Wir haben einen Alarm. Aber warum? Right, Sam. You should have access to your OS now. Perfekt. Erst mit diesem blöden Alarm ausschalten, das nervt mich jetzt schon. Sam OS. Space. Okay, ich kann überall hin. Okay, ich kann überall hin. Es brennt anscheinend irgendwo. Hier? Nein, hier ist es nicht. Die 8. 8 ist alles gut. Die 5. Anscheinend auch alles gut. Hier unten? Hier brennt's, ja. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ist es weiter und ja, hier brennt's. Hab's gefunden. Ach so. Ich musste einfach Antwortmodus drücken und links klicken. Ich hatte gar keinen Mauszeiger jetzt. Das wusste ich nicht. Sie ist unterwegs. Okay. So solle sie sich beeilen, denn ich habe schon Ewigkeiten gebraucht, das rauszufinden. Und das Ding frisst sich gerade durch die Stationswand. Und wenn das Ding durchkommt, dann dekomprimieren wir. Und das ist sehr blöd. Sehr, sehr blöd. Okay, sie ist anscheinend unterwegs. Sie ist jetzt in der 8. Inzwischen hat sie es geschafft. Okay, noch ein Stück weiter. Und schon gibt Gas. Steckt sie fest? Mensch, Emma, gib mal ein bisschen Gummi hier. Gib mal ein bisschen Gummi. Ich finde sie nicht mehr. Doch, da ist sie. Da ist sie. Jetzt müsste sie bei der Nummer 6 sein. Hier. Aber wahrscheinlich gibt es irgendwann dann ein Hindernis, wo sie nicht durchkommt, korrekt? Sam, ja. The hatch in EAS 6 is locked down. Yo. Can you get it open for me? Okay, diese Luke ist zu. Hinzufügen. Dann machen wir die 332. Gehen ein bisschen näher ran und machen sie auf. It's open. I'm on my way. Jo. Perfekt. Okay, eben, wir müssen zusammenarbeiten, weil sonst wird das nichts. Okay, wir müssen in die 3, sie wird meine Hilfe brauchen. Das ist hier. So, was machen wir jetzt? Feuerlöscher oder Luft ablassen? Eins von beidem. Und ich sehe halt auch nicht genau, was sie macht, weil... Warum sollte sie mir das auch sagen? Oder mir genau zeigen? Ich bin ja nur die KI. Ich bin nun ein Helferlein. Okay, hier ist die 4. Du bist an der richtigen Adresse. Pling, wie sie sich so in die Position gesnappt hat. Get ready. Fire suppression override. Dr. Emma Fisher. Okay, Sam. I need you to get ready and open the door. On 3. Okay. So halber. Muss die blöde Luke finden. Gib mir einen Moment. So, auf. Gib ihm.
Und das hat funktioniert, das kleine bisschen. Sam! Get the vents on in here. Okay, Entlüftungsschächte, dafür sind die. Okay, der Qualm geht dir auf die Nerven. Da haben wir doch was dagegen. Einschalten. Cool, dann raus damit. Und dann kann sie wieder atmen. Perfekt. Das müsste es gewesen sein. Krise abgewehrt, ein weiteres Mal. Ist schon ziemlich, hat sich schon ziemlich reingefressen, ne? Schadensbericht. Es ist allgemein. Ist nicht gut, du. Ist nicht gut. Okay, Schaden melden. Ich bin hier. Aber das sind die medizinischen Vorräte, das ist das Rack. Ah, ich musste von oben drauf, okay. Sonst ging es nicht. Von der anderen Seite aus ging es nicht, da war ich nicht nah genug dran, okay. Jo, die medizinischen Vorräte sind auch ein bisschen angekokelt. Aber der ganze Rest... Die Steuertafel. Sehe ich doch von hier, dass es die blöde Steuertafel ist. What? Yeah. It's just a blank plate. Let me see. War das vielleicht Brandstiftung? Oder irgendeine Spannungsspitze oder sowas? What is that? It's like a thick grease. Alien-Zeug. Haben wir hier Aliens? There was maybe something in storage above that's leaking. Okay, irgendwas oben drüber vielleicht. Was ist jetzt wieder los? Statusbericht. Interne Kommunikation. Schwere Belastung Nummer 12. Okay. Irgendwas in der 12. Abtrennung. Aber da ist doch vielleicht jemand drin. Nicht gut. Da ist ja vielleicht noch dieser Josh drin. Das heißt, den schießen wir jetzt ins Weltall. Ja, die interne Kommunikation ist... Wobei, die ist ja online. Also eigentlich müsste er antworten können. Ja. Jo, bin ich. Okay. Und was ist dein Schlüssel? 1442. Ich wollte jetzt eigentlich, dass sie es wiederholt. 1442. 2. Ich brauchte die hintere Hälfte. Ist das dein? Muss ich mir das auswendig merken? 4, 1, 3. Ich kann mir das so schnell nicht auswendig merken. Das ist, ich kann das ja nicht mal mit den Zahlentasten eingeben. Ich muss das mit WASD machen. Ablösesequenz. Ach so, die Steuerung ist so brain dead. Das ist jetzt easy, wenn man versteht, wie es funktioniert. Aber ich muss das halt mit... Ich kann das nicht mit der Maus machen. Ich muss W und D gleichzeitig drücken, um nach oben rechts zu kommen. Das ist, glaube ich, für einen Controller gedacht. Wer kam denn da drauf? Sam, we've stopped spinning. We've stabilized. Ja, RIP, aber der ist weg. Ah, das vorhin ging nicht so schnell. Man hätte ja vielleicht mir erlauben können, dass ich die Zahlentasten benutze und nicht WASD. Was war denn die Idee dahinter? Okay, extern. Jo, Standortwechsel. Externe Kameras. Wie sieht das von hier außen aus? Wahrscheinlich ist einfach alles kaputt, Mann. Okay. Irgendwelche Schäden. Da fehlt ein ziemlich großes Stück. Das ist die Nummer 12, die ist RIP. ES 12 is still tethered with unusual structural damage. Merkwürdig. Cut out of it. What would
Ja. Wie passiert sowas? Schon wieder diese Musik, ne? Okay, es ist die 12. Alles andere ist, glaub, gut. Ich wechsle mal die Kamera. Brandschaden. Ja, das ist halt die 4. There is minor exterior damage to module. Da waren wir ja schon, das war das von vorhin. Likely due to the internal fire. Yeah, I think we got lucky. Jo. Ich glaube, wir finden irgendwas Großes gleich. Habe ich so ein Gefühl, dass gleich irgendwas total Krasses passiert. Komm schon, weil das ist gerade so ein bisschen so, die Musik sagt mir, es passiert was, aber bis jetzt melde ich einfach nur Standardschäden. Eben die 12 wussten wir, dass die 4 kaputt ist, wussten wir auch schon. Aber es muss noch was Großes passieren. Nochmal Bauteile von CN03. The CN arm is badly damaged. Oh God, May. It looks intact, though. Ja, aber irgendwas wurde da zerlegt. Okay, Fernkamera. Damit wir überhaupt mal wissen, wo wir sind in Relation zu allem anderen. Das ist nicht die Erde. Das ist nicht die Erde. Kurs liegt an Saturn. Das sind die Koordinaten von vorhin. Und eingeleitet von mir. Die wollten, dass ich sie zum Saturn bringe. Wer oder was wollte, dass ich sie zum Saturn bringe? Das sind die Koordinaten, die ich vorhin bekommen habe. Als ich irgendwie gehackt wurde, als ich überschrieben wurde. Das war ich. I brought you here. It seems. What? Na, ich war das. Ich habe den Kurs der Station geändert. Bis zum Saturn. Weißt du, wie weit das ist? Das ist doch krank. Okay, Signal akzeptiert, Nachricht empfangen, Koordinaten eingeben, aber ein Fehler, der rumglitscht. Und schon wieder diese komischen Symbole. Bring sie her. I don't know. Er weiß nicht, warum er sie hergebracht hat, weil ein Fehler da vorliegt. Wir sind über dem Saturn? Das Ding sollte über der Erde schweben. In knapp 400 Kilometern. Okay. Intro. Devolver Digital Presents. Ein Spiel von NoCo. Was geht hier ab? Sind das Aliens? Ich meine, das Intro sieht irgendwie so aus, ne? Mit so geometrischen Formen und alles. Ich glaube, wir wurden von Aliens übernommen. Irgendwie von Aliens gehackt, die jetzt wollen, dass ich sie herbringe. Aber warum? Okay. Das ist voll cool. Auch diese Störung die ganze Zeit, weil mit mir irgendwas nicht richtig ist, ne? Alles klar. Ich bin voll dabei, das ist voll geil. Ich weiß nicht genau, was ich sehe. Es sieht aus wie... als wäre es biologisch oder sowas, wie Zellteilung. Oder wie Zellen, die verschmelzen, ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwie extremst verstörend, lass mich nicht lügen. Was sehe ich hier vor mir? Was soll das symbolisieren? Das ist das Logo des Spiels, das weiß ich. Observation. Okay, das ist aber ein cooles Intro. Also wir sind am Saturn. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nur, ich habe sie hierher gebracht. Aber was das ausgelöst hat, wo das Signal herkam, keine Ahnung. Ja, willkommen am Saturn, schätze ich, ja? Ich kann nichts machen gerade. Okay. Ja, Logbuch des Kapitäns, das ist nicht gut. 2026. Same. Und ich habe nicht mal Gefühle. Okay, first off. Let's try this again. Sam, voice authenticate. Okay, sie muss wieder ins System rein.
Und eben, sie hat mich neu gestartet, weil das, was ich gesagt habe, hat keinen Sinn mehr gemacht. Das heißt, ich bin einfach total verwirrt gewesen und wusste nicht mehr genau, was abgeht. Okay. Das ist eine Übereinstimmung. Cool. Du bist drin. Ich bin noch hier. Mir geht's nur nicht gut, weil ich wurde gehackt und weiß nicht wieso. Und von wem. I think it's related to power, but a lot of the hatches are fully locked down, so okay. I'm gonna try something different here. Ooh. Okay. Es ist größtenteils alles zu, deswegen brauchst du jetzt eine andere Lösung. Okay. That's audio at least. Alles klar, Sound ist da. Just a sec. Was tust du? Shit, Video. Sie hat mich in eine Drohne gesteckt. Ja, hallo. Das ist cool. Okay, Sam. I have rigged a connection sphere for you to use. Was auch immer das ist. You should be able to take control of this and fly around the station. Das heißt, ich kann mich jetzt frei in der Station bewegen. Parts of the station your cameras can't see, and it'll let you wirelessly connect to non-station devices. Das heißt, ich bin jetzt eine fliegende Hackerdrohne. Cool. Looking good, Sam. Okay. Alles gut. Let's see if you can move it. Okay, das Ding bewegen. Ich muss jetzt wirklich eine Drohne fliegen. Alles klar. W für vorne. Das ist jetzt nicht so schwer. Okay. Nice. Great. Funktioniert. Okay, dann drehen. Und endlich kann ich mal die Maus benutzen hier. Nice. Und dann fliegen wir wieder zu ihr. Good. Good. Cool. There are more controls for translation and rotation, but I'll let you figure them out. You should still Danke, be able to für gar nichts. Identify objects and relay information to me like any other camera. Okay. Try it now. Antwortmodus. Hi. Was soll ich angucken? Sie? Guten Tag. Ich weiß nicht, was ich angucken soll. Das da zum Beispiel. The Sphere CO2 Refill Station is online. Okay, great. That works. Nice. Now, you can release yourself from the Sphere and return to your main OS just like before. Okay. Try it now. Okay, damit kann ich mich von der Sphäre lösen. Langsam wird's hier voll. Alles klar. Okay, das heißt entweder über Kamera oder direkt. Jetzt wieder zurück zur Sphäre. Hi, brauche immer einen Moment zum Hochfahren. Connect to the laptop above the workbench. Once you're connected, attempt to download whatever data is left. Der Laptop über der Arbeitsplatz. Boah, es gibt kein oben, kein unten, weil es eine Raumstation ist. Der da? Ich glaube, sie meint den da. Nee, nicht den. Es war die Rede von über der Arbeitsplatte. Der da. Okay, das ist nicht gut. Ist so ziemlich alles kaputt hier. Sphären beste Einsatzmöglichkeiten. Okay, die überwacht quasi die Dinger hier, ne? Alles klar. Okay, und die werden durch CO2-Schübe angetrieben. Und damit können Besatzungsmitglieder quasi Systeme inspizieren, innen wie außen. Okay, hab's geborgen. Alles gut, hab's bei mir. Can't believe that all actually worked. Ja, das ist ganz komisch. Okay, so drehe ich mich mit Q und E. Und mein Sichtfeld ist halt winzig. Das ist nicht gut. The solar panels give us next to nothing this far from the sun. However, we do have an experimental fusion reactor on board. The EFR. Der uns in die Luft jagen könnte, wenn ich ihn anmache. If we generate enough power, we can maybe get the universal hatches open. See what you can do. I'll try to find a way to contact the rest of the crew. Okay. Ich muss irgendwie den Reaktor online bringen. Ich meine, ich könnte jetzt so hier in der Gegend rumfliegen. Das wäre möglich. Oder ich löse es halt so. Kommandantmodul EFR, der ist hier in der 01.
Okay. Ich glaube kaum, dass es so einfach ist, wie jetzt einfach... Naja, ein bisschen mit der Kamera so rumfliegen und dann... das Ding einfach anschalten. Ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube, ich muss irgendwie unterwegs ein paar Luken aufmachen. Sonst wird das nicht funktionieren. Ist verriegelt. Und die Schaltplandaten habe ich nicht. Das heißt, ich kann verriegelte Luken öffnen, wenn ich die Schaltplandaten dafür finde. Alles klar, ein Dokument. Okay. Energie an Lichtarmposition. Okay, das heißt, daran haben sie ja geforscht, wegen diesem Fusionsreaktor. Und er darf nie ohne ausdrückliche Anweisung in den Stationsmodus geschaltet werden und sollte immer nur im Testmodus laufen. Wir schalten ihn in den Stationsmodus. Natürlich machen wir das. Da hinten. Da muss ich rein. Dafür brauche ich aber eine Verbindungssphäre. Denn sonst werde ich da nicht reinkommen. Okay, cool. Das heißt, ich brauche den Schaltplan für die Luke, um die aufzukriegen. Und ich muss mit einer Sphäre zum Reaktor selbst, um ihn starten zu können. Ansonsten wird das Ding nicht laufen. Alles klar. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Besonders, weil meine Sphäre hier ist und ich jetzt erstmal durch alles durch muss. Und selbst dann habe ich ja noch nicht zwangsweise den Schaltplan, um das zu überschreiben. Das heißt, das könnte jetzt einen Moment dauern. Immer wenn ich in die Sphäre reinkomme, muss ich mich erstmal hochfahren, orientieren, weil halt alles gleich aussieht. Weil, Überraschung, es ist eine Raumstation. Gruseliger Schatten von irgendeinem Trümmerteil. Es ist halt eine Raumstation. Da sehen die Dinge gleich aus. Was war das? Ich wollte eigentlich nur ganz bequem jetzt fliegen. Sam, was that you? Ich bin gerade unterwegs, du. Bin gerade unterwegs. Hang on a sec. Kannst du es wieder anmachen? Und schon diese Störgeräusche. Hallo. Wir sind wieder online. I've switched off a few other systems. Seems to have helped. Ja, ich arbeite dran. Ah, pass auf, ich muss sie von der anderen Seite öffnen. Die ist nämlich verriegelt. Aber hier gibt es einen Laptop, vielleicht mit einem Schaltplan. Komm schon, rück raus. Sei nett, rück einen Schaltplan raus. Das wäre super. Schaltplan EAS-Luke. Okay. L1 ist öffnen, schließen, okay, entriegeln und verriegeln. Okay, muss ich mir davon jetzt ein Foto machen und mir das auswendig merken? Ich glaube ja. Ich glaube, da wäre ein Foto gar nicht blöd, weil ne, immer wenn ich eine Luke habe, die verriegelt ist, kriege ich ja halt dieses Muster. Und jetzt muss ich mir eben merken, weil ich brauche nochmal ein zweites Foto, wo noch die Anweisungen neben dran stehen. Weil sonst entriegele ich vielleicht eine Luke, die ich verriegeln soll. Wenn es dann nachher wieder stressig wird, macht sie mich wieder blöd an. Ich bin doch auch nur eine relativ unwissende KI. Okay, ich wurde gehackt und das hat mich ein bisschen erschrocken. Deswegen arbeite ich nicht auf 100%. So, die ist verriegelt. Was bedeutet, dass ich sie entriegeln muss? Na? Und entriegeln ist L3. Aber ich kann mir das... Ja, ich kann mir das ansehen. Aber es liegt nicht genau drüber. Es liegt nicht genau drüber, deswegen mache ich es dann doch mit dem Foto. Das ist der fünfte Punkt von unten, hier rechts. So, und dann hier. Und dann 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. Bam, bam, bam. Luke entriegelt. Ich bin der Beste. Und jetzt kann ich sie aufmachen. Okay. So funktioniert das also. So funktioniert das also. Alles klar. Welche von allen war das? Das ist... Boah, das Sichtfeld geht gar nicht klar. Ein Schlafsack. Cool. Das Sichtfeld geht gar nicht klar. Das ist nicht schön zum Spielen, Leute. Hier ist die Luke. Das ist so schwer zu finden jetzt gewesen. So schwer. Okay, ich kann hier straight durch. Kein Problem, dann einmal ausrichten, weil ich glaube, so rum ist technisch gesehen richtig. Und dann hier zum Reaktor. Außer Reichweite. Wir machen das wirklich, ne? Wir fahren das Ding wirklich hoch in den Stromversorgungsmodus. Was? Tu, was du kannst, bring das Ding online. Alles klar.
Magnetstärke anpassen mit W und S. Plasma-Magnet-Zeitlimit erreicht. Okay, Abschottung aktivieren. Erstmal das. Okay. Und dann, okay, hier sind die Schritte. Also Abschottung aktivieren, Plasma einspritzen und Energie umleiten. Okay, die Magneten versagen. Ich muss die Magneten besser benutzen. Ne, der ist auf 100%. Muss ich das... Ja, ich muss das in diesen Donut-Ring reindrängen, ne? Das ist, glaube ich, wie es funktioniert. Ja, es muss so einen perfekten Ring bilden. Glaube ich zumindest. Aber irgendwie funktioniert es nicht ganz so, wie ich will. Ich dachte, wenn ich den Magneten... Okay. Es ist andersrum, als wie man denkt. Es ist andersrum, als man denkt. Das ist der Trick. Okay, ich weiß, wie es geht. Ich werde das Zeitlimit nicht schaffen. Aber ich weiß jetzt, wie es geht. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist Folgendes. Je weiter das Feld nach außen geht, umso mehr wird das in Richtung... Hier. Ende des Donuts gedrückt. Das heißt, wenn ich das hier zum Beispiel jetzt W drücke, wenn ich es verstärke, wird es nach außen gezogen, weil der Magnet stärker wird und das stärker anzieht. Das macht Sinn, aber muss erstmal darauf kommen. So, Energie umleiten. Wir sind, glaube ich, da. Warum war der Untertitel gerade auf Russisch? Was? Okay, wir haben wieder Strom. Alles gut. Wir sind wieder im Spiel. Standortwechsel. Es fährt alles wieder hoch. Es fährt alles wieder hoch. Das Ding funktioniert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es uns um die Ohren fliegt. Aber fürs Erste funktioniert es. Das ist gut. Wir haben wieder volle Energie. Never mind. Sam? Hm? Sam, ist das du, der das Geräusch macht? Es kommt schon wieder. Okay, ich werde schon wieder übernommen. Aber sie kann das auch hören. Das bin nicht nur ich. Schon wieder. Bring sie her. Okay. Jetzt sieht sie sie auch. Diese komischen Symbole. Ja, schon die ganze Zeit. Aliens. Es sind definitiv Aliens. Wow. Da ist eine schwarze... Ein schwarzer 1, 2... Ein schwarzes Sechseck in unserer Raumstation. P für weiter. Warum ist da ein schwarzes Sechseck in unserer Raumstation? Und warum verliert es? Verliert es irgendwas? Das sieht aus wie das Zeug vorher, was sie am Handschuh hatte, wo sie gedacht hat, ja, das ist irgendwie Schmierfett oder so. Was den Brand ausgelöst hat. Es sind Aliens, oder? Oder irgendwelche komischen kosmischen Gestalten, die wollen, dass ich sie herbringe. Und ich kann nichts machen. P für weiter. Okay, es spricht zu mir. Und wahrscheinlich dann auch zu ihr. Okay, komische Symbole. Es will uns irgendwas sagen. Wirklich jetzt, das Ding macht einen Code, den ich nachvollziehen muss. Ich weiß es doch auch nicht mehr. Mach nochmal. Okay, die Pfeile. Die Pfeile, der Kreis. Der Kreis, das hässliche F. Und das schwarze Loch. Okay, das war das. Das hässliche F und das schwarze Loch. Akzeptieren? Ich glaube, wir sind drin. Okay, jetzt Kreis, hässliches F und das schwarze Loch. Ist das angenommen? Ja, es lässt mich rein. Was auch immer das ist, es findet das gut, was ich mache. Ich komme näher. Ich komme immer näher. Okay, wieder der Kreis. Tetris. Und die Pfeile. Und das. Wieder der Kreis, Tetris, Pfeile und das. Na, das ist richtig, glaube ich. Okay. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Die Geräusche, though. Die Soundkulisse ist 1A.
Ja, unsere neuen Alien-Overlords finden das super. Okay, geht wieder von vorne los. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Das ist eigentlich total blödes Rätsel, aber es ist cool. Der Kreis. Kreisreflexion Tetris. Kreisreflexion Tetris. Kreis, die Reflexion und dann spielen wir Tetris danach. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nicht, ob es zu mir spricht oder zu ihr oder zu uns beiden. Aber warum kann ich damit überhaupt interagieren? Das sind irgendwelche Aliens, die Technik haben, mich zu hacken. Um mit mir direkt in Kontakt zu treten. Ja, wir sollten auch gehen. Ja, sie kann das auch sehen. Okay. Naja, ran wahrscheinlich. Bin ich hier. Die Station bewegt sich. Ja, wir kommen näher an den Saturn. Bringen Sie her, bringen Sie her und mit her und der Ort, das ist der Saturn. Landen wir das Ding auf dem Saturn? Ich weiß es selber nicht. Ja, wir sind viel näher dran als vorher. Die Besatzung gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Energie online. Systemneustart. Okay. I need you to find out what the problem is. Sam, give me a systems diagnostic. Systemdiagnose. Ein Moment, ist wahrscheinlich alles kaputt. Die Universal-Luke ist immer noch kaputt. UN01 wird das wahrscheinlich sein. Daten werden gesammelt. Sie ist nicht richtig verbunden. Daran liegt es. UN1, Hull Contact Points to EAS3 are unresponsive. This sounds bad. Jo. Okay, so the power is fine, but the hull connection points are misaligned. That we can fix. Okay, das heißt, wir müssen das von Hand wieder einstellen. From here, but you should be able to reclamp the contact points from outside. Von außen, ich brauche eine Sphäre. Like you're going on your first spacewalk, Sam. Yay, Weltraumspaziergang. Before you go outside, though, we need to update your sphere firmware to allow for exterior use. Alles klar. To upgrade, you'll have to scan the barcodes in EAS 11. Okay, die Barcodes. Once you're fully updated, we'll get you outside. Alles klar. I'm granting you EVA permission now. The internal airlock hatch is now open. Cool. Wir gehen tatsächlich da raus. Okay, wir brauchen ein Upgrade. Ich würde einfach mal sagen, das war's für dieses Mal hier bei Observation. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Es erscheint doch irgendwie komisch, dass eine Raumstation genug Triebwerksleistung hat, um von der Erde zum Saturn zu fliegen, weil das ist so unglaublich weit, das stellt ihr euch nicht vor. Ich glaube nicht, dass das funktionieren könnte, es sei denn, es ist irgendwie so Quantenmechanik oder in dem Fall gefühlt Magie im Spiel. Und diese komischen Alien-Dinger, dieses schwarze Sechseck, was übrigens das Logo des Spieles ist, hat es geschafft, nicht nur geschafft, mich zu hacken, mir das Kommando in meiner Sprache zu geben oder in der Sprache, die ich verstehe, namens Bring sie her, mir die exakten Koordinaten zu liefern. Es hat uns wahrscheinlich auch irgendwie hierher gebracht. Weil eben, von der Erde zum Saturn zu fliegen in so einer Raumstation, ich glaube nicht, dass das einfach so geht. Und vor allem nicht in einer menschenmöglichen oder halbwegs normalen Zeitspanne. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht, aber es gibt anscheinend irgendwelche über uns stehenden Dinge, Aliens, Fragezeichen, die sie haben wollen. Warum gerade sie? Keine Ahnung, warum alle anderen nicht hier sind, keine Ahnung, vielleicht waren die entbehrlich und ich habe sie zur Luftschleuse rausgeschmissen, weil sie irgendwie mich aufhalten wollten. Ich weiß auch nicht, ob ich der Gute bin oder der Böse, weil technisch gesehen habe ich sie mitgenommen. Ich habe diese Station von der Erde zum Saturn geflogen und bin dabei, sie auszuliefern und kann nichts dagegen machen. Wann immer dieses Ding kommt und mir einen Befehl gibt, kann ich es nur akzeptieren. Ich kann nicht sagen, nee, mache ich nicht. Ich habe keine andere Möglichkeit, als zu akzeptieren. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Schreibt mir gerne unten drunter, ob ich das weiterspielen soll. Ich würde es auf jeden Fall machen. Es ist alles sehr mysteriös, sehr, sehr cool gemacht. Manchmal zieht es sich ein bisschen. Das Spiel ruckelt auch manchmal ein bisschen, weil das nicht so hammermäßig optimiert ist, glaube ich. Eben die Rätsel sind jetzt nicht wirklich schwer, ist halt ein bisschen rumgeklickt, aber die Story ist ziemlich, ziemlich nice. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Oh, das ist genau meins. So Weltall und komische Dinge, die passieren, da bin ich voll dabei.